They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Liebes Internet und herzlich willkommen zu Drunk Classics, der Sendung im Internet, in der ich euch betrunken Klassiker erkläre. Heute nicht betrunken, ich schwör's. Das ist Orangensaft. Es ist Vormittag. Ich kann mir nicht unter der Woche vormittags. Das geht nicht. Leid, das geht nicht. Und heute behandeln wir eins meiner Lieblingswerke aus der Schule: Bahnwärter Thiel von Gerhard Hauptmann. Das Ding ist betitelt als Novelle oder novellistische Studie und ist echt überhaupt nicht dick. Also die Hälfte des Anhangs hat 40 Seiten, ist schnell durchlesen, das ist so toll. Es beruht außerdem auf einem Bahnunglück, das wirklich auf der Strecke passiert ist, an der auch die Handlung spielt. Der erste Satz ist folgender. Als sonntäglich saß der Bahnwärter Thiel in der Kirche zu Neuzittau, ausgenommen die Tage, an denen er Dienst hatte oder krank war und zu Bette lag. Im Verlaufe von 10 Jahren war er zweimal krank gewesen, und zwar zweimal, weil Leute was aus dem Zug geschmissen haben, das ihn getroffen hat. Südel hat ihn am Mikrofon. Thiel ist der deutscheste Typ der Welt und das meine ich positiv, einigermaßen. Er ist unfassbar pflichtbewusst, er ist arbeitswütig, er ist pünktlich, er ist fromm, er liebt seine Frau, er tut alles, was er kann, um die Familie so gut wie möglich zu versorgen. Er ist wirklich ein sehr guter Kerl. Das Problem ist, dass seine Frau Minna kommt von Minne und Minne heißt Liebe, gestorben ist, und zwar im Wochenbett, als ihr Kind Tobias auf die Welt kam. Tobias wird von Thiel immer Tobiaschen genannt und ist allem Anschein nach geistig etwas zurückgeblieben. Es wird natürlich nicht betitelt, weil Thiel keine Ahnung hat, was passiert, aber er ist nicht so entwickelt, wie Kinder in seinem Alter das sein sollten. Und als Tobias 1 Jahr alt war, hat Thiel natürlich dringend jemanden gebraucht, der auf das Kind aufpasst, während er in der Arbeit ist, und deshalb hat er Lene geheiratet. Lene ist eine Magd, ist relativ kräftig im Gegensatz zu Thiel und hat gerne das Sagen. Die beiden kriegen auch noch ein zweites Kind und spätestens ab da hat Lene mit Tobias nichts mehr zu tun. Sie vernachlässigt ihn komplett, Thiel weiß das auch, aber er kann sich nicht helfen, weil er sich gegen Lene nicht wehren kann. Auch weil er sie halt schon hot findet und sexuell von ihr abhängig ist. I'm feeling a lot of emotions. Yeah, it's called an erection. Okay. Thiel ist sich sehr sicher, dass Lene das Kind auch misshandelt, aber er traut sich eben nicht zu sagen, weil er Angst hat, dass er alles noch viel schlimmer macht. Thiel hat also ein ultra schlechtes Gewissen Minna gegenüber, weil er ihr auf dem Sterbebett versprochen hat, er wird gut auf Tobias aufpassen, und das tut er nicht. Der einzige Ort, wo Thiel komplett seine Ruhe hat, ist seine Arbeit. Und dort kriegt er immer mehr Visionen von Minna und sieht sie als Geist und spricht mit ihr und singt ihr Lieder, und es ist echt nicht gut und spricht nicht für seine geistige Gesundheit. Einmal muss Thiel auf halbem Weg umkehren, weil er sein Butterbrot vergessen hat, und findet Tobias vor, wie er von Lene geschlagen wird, und nicht mal da traut er sich, was zu sagen. Dann bekommt Thiel ein Stück Acker geschenkt, und zwar bei seinem Bahnhäuschen. Und jetzt geht das Problem los. I'm in danger! Nämlich muss dann Lene quasi mit in seine Arbeit kommen und in sein Reich eindringen, weil sie den Acker ja bepflanzen muss mit Kartoffeln. Und Thiel hält davon überhaupt nichts. Ich will das nicht. Seine Arbeit und sein Bahnhäuschen ist eben ein heiliger Ort für Minna, und da hat Lene nichts zu suchen, aber sie lässt sich von ihm nicht abhalten. Er sagt also nichts und die ganze Familie geht und schaut sich den Acker an. Während Lene mit dem Acker beschäftigt ist, macht Thiel mit Tobias einen Spaziergang und er zeigt ihm seine Arbeit, und Tobias ist ganz begeistert und es ist super schön und er sagt, er will später mal Bahnmeister werden. Es ist sehr, sehr süß alles. Aber dann muss Thiel anfangen zu arbeiten und Tobias bei Lene lassen. Und er sagt ihr extra noch, pass auf das Kind auf, hier sind Züge unterwegs. Und Lene sagt, ja, ja, heute mal. Und dann kommt, was kommen muss, ein Schnellzug. Und der erfasst dann Tobias. Tobias ist schwer verletzt, aber er lebt noch. Und deshalb wird er vom Zug zur nächsten Station ins Krankenhaus gebracht. Lene fährt mit, das Baby bleibt bei Thiel. Der hat einen kompletten Nervenzusammenbruch, stürzt in seine Visionen ab, sieht Minna und verspricht ihr, sich zu retten. Und dann fängt das Baby an zu schreien und Thiel ist so wütend und so tief in seiner Vision, dass es würgt. Und er hätte es totgewürgt, hätte nicht die Signalglocke geläutet. Der Zug, der kommt, bringt dann Tobias. Der ist jetzt tot, Lene weint und Thiel bricht zusammen. Und was das Ganze meiner Meinung nach noch schlimmer macht, ist, wie sachlich das geschrieben ist. Es passiert unglaublich viel Emotionales, aber der Ton ist Sachbuch. Zum Beispiel, der Zugführer stieg auf die Strecke herab und trat auf Thiel zu.
Die Arbeiter sahen, wie er ihm feierlich die Hand schüttelte, worauf Thiel mit langsamem, fast militärisch steifem Schritt auf den letzten Wagen zuschritt. Keiner der Arbeiter wagte ihn anzureden, obgleich sie ihn alle kannten. Aus dem letzten Wagen hob man soeben das kleine Tobiaschen. Es war tot. So schlimm. Es ist so schlimm. Diese Arbeiter aus dem Zug bringen Thiel dann nach Hause und legen ihn in sein Bett, wo Lene sich das erste Mal in dem ganzen Ding wirklich liebevoll um ihn kümmert. Auch wenn ich ihr das nicht so ganz abkaufe, dieses Liebevolle. Ich kauf sie nicht ab. Als man später den Leichnam von Tobias vorbeibringt, ist Lene erschlagen. Das Kind hat einen aufgeschnittenen Hals und Thiel ist weg. Den findet man dann später an den Gleisen, wo er genau auf der Stelle sitzt, auf den Gleisen, wo Tobias überfahren worden ist. Und er hat seine Mütze gefunden und die hält er in der Hand. Man muss ihn dann gewaltsam von den Gleisen runterziehen und er kommt dann erst ins Gefängnis und dann in die Irrenabteilung der Charité. Und er hat die ganze Zeit bis zum Schluss diese Mütze in der Hand. Er will sie nicht hergeben und er hütet sie wie seinen Augapfel. Was der Naturalismus ja gern zeigen will, ist die Determiniertheit von Leuten. Das heißt, dass man für das soziale Umfeld nicht verantwortlich ist und daher auch nicht wirklich was dafür kann, was einem passiert. Und Thiel kann eigentlich für nichts, was passiert ist, wirklich was dafür. Und er kann nichts dafür, weil er eben in der untersten Arbeiterschicht ist und kein Geld hat. Hätte Thiel sehr viel mehr Geld, hätte er vielleicht Minna retten können. Er hätte auf gar keinen Fall Lene heiraten müssen und zuschauen müssen, wie sein Kind misshandelt wird. Er hätte Lene nicht mit zu seinen Gleisen nehmen müssen, zu diesem Acker. Und auch Tobias nicht. Tobias wäre nicht überfahren worden und er wäre nicht übergeschnappt. Deshalb werden auch sehr gern Wojciech und Thiel miteinander verglichen, weil es eine ähnliche Geschichte ist. Wie gesagt, war das eine meiner Lieblingslektüren in der Schule. Wahrscheinlich auch, weil es relativ kurz ist und sehr einfach zu verstehen. Und es ist einfach so herzzerreißend, was da passiert. Außerdem ist es, wenn man es ganz, ganz, ganz kurz nimmt, die Geschichte eines Mannes, der seine Frau und sein Kind tötet, weil er sein Butterbrot daheim vergessen hat. Und es ist schon ein bisschen lustig. Weil meiner Meinung nach ist dieses vergessene Butterbrot der Anfang allen Unheils. Aber da kann man vielleicht drüber streiten. Das war auf jeden Fall meine Zusammenfassung vom Bahnwärter-Titel. Mein Orangensaft und ich gönnen uns richtig hart. Und wir sehen uns am Freitag wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin.